Mitunter wird man gefragt, hör mal, mit welcher Windows-Version arbeitest du eigentlich? Eine gute Frage. Und die Antwort darauf kann eigentlich ganz wichtig sein, zum Beispiel, um herauszufinden, ob eine bestimmte Funktion überhaupt in meinem Windows verfügbar ist. Denn einige Funktionen sind nur ab einer bestimmten Windows-Version verfügbar und vorhanden. Und da kann man zum Beispiel schon mal wissen, oder sollte man vielleicht mal wissen, welche Windows-Version man eigentlich installiert hat. Dass Windows 10 installiert ist, ist meistens, wenn man Windows 10 hat, eigentlich klar. Aber es gibt natürlich Unterversionen von Windows 10. Es gibt nicht die Windows 10-Version, sondern davon ganz viele. Und für einige Funktionen wie den Nachtmodus, den hat man nur, wenn man eine ganz bestimmte Windows-Version hat. Stellt sich also die Frage, wie man herausfindet, welche Windows-Version man installiert hat. Dazu gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Insgesamt sieben, mindestens sieben Versionen. Und ich zeige euch jetzt mal, welche sieben Methoden es gibt, um die Windows-Version herauszubekommen. Los geht es mit der Version Nummer 1 über das Suchfeld und die Infosysteminformationen. Dazu klickt man hier unten in das Suchfeld von Windows 10 und gibt einfach den Suchbegriff Info ein. Danach erscheint ganz oben der Treffer Systeminformationen. Nach einem Klick hier drauf landet man im Fenster Systeminformationen und da ist man auch gleich schon bei der Windows-Version. Hier zum Beispiel ist die Version Windows 10 Home installiert und in der Unterversion 17134, die sogenannte Bildversion. Ganz viele weitere Informationen sind hier zu finden, aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um hier diese sogenannte Bildversion herauszufinden, welche Windows 10 Version man eigentlich hat. Zweite Möglichkeit geht über die Einstellungen. Hierzu auf die Startschaltfläche klicken, unten links, und dann auf das kleine Zahnrädchen für Einstellungen. Und hier landet man in dem Fenster Windows-Einstellungen. Und hier einmal auf System klicken. Und dann gibt es hier unten links das Feld Info. Hier einmal draufklicken. Und wenn man jetzt hier herunterscrollt, sieht man im Bereich Windows-Spezifikationen, welche Windows 10-Version hier eigentlich gerade installiert ist. Also hier wieder Windows 10 Home. In der Version, hier haben wir nochmal eine Versionsnummer, die eigentlich so sehr wichtig ist. Hier ist die 1803 und diese sogenannte Bildnummer, die Systembildnummer, das ist so die Unterversion, die Bildnummer, die für die Entwickler sehr wichtig ist, die findet man hier auch, 17134112. Allerwichtigste Informationen sind eigentlich die beiden hier, Windows 10 Home und Version 1803. Das ist die Variante Nummer 2, um die Windows-Version herauszubekommen. Variante 3 geht über den Befehl WinRAR. Das geht auch ganz einfach. Und zwar hier unten auf das Suchfeld wieder klicken oder einfach mit der Windows-Taste das Suchfeld aktivieren und dann den Befehl WinRAR eingeben, also WinVER. Und nach einem Klick hier oben auf WinRAR-Befehl ausführen, wird dieser Befehl ausgeführt und das führt zu nichts anderem als diesem Infofenster. Und hier stehen dieselben Informationen, wie wir sie gerade gesehen haben, nochmal, also Windows 10 in der Version 1803 und der sogenannten Bildversion 17134112. Das war Variante Nummer 3. Variante Nummer 4 geht ebenfalls über den Befehl WinRAR, aber man kann ihn auch noch schneller ausführen als über das Suchfeld, und zwar indem man einfach die Tastenkombination Windows-Taste plus R drückt, dann erscheint der Ausführen-Befehl. Und hier kann man genauso WinRAR eingeben. Hier war es schon mal voreingetragen, WinRAR. Und nach einem Klick auf OK hat man das gleiche Ergebnis, und zwar diese Windows-Versionsnummer. Variante Nummer 5 ist wieder über den Befehl WinRAR, aber eine andere Möglichkeit, diesen Befehl zu starten. Und zwar einfach per Rechtsklick hier auf das Startmenü. Also nicht mit links draufklicken, sondern ganz mit der rechten Maustaste. Dann erscheint so ein kleines, ja, ein bisschen geheimes Windows-Menü. Und wenn man hier auf Eingabeaufforderungen klickt, erscheint das Fenster von der Eingabeaufforderung oder Command-Fenster.
Und hier kann man das gleiche machen wie bei den vorherigen Versionen. Einfach hier den Befehl WinWare eingeben. Mit Return abschicken. Und dann kommt wieder das Infofenster, welche Version ich denn hier habe. Nächste Variante, diesmal nicht mit dem Befehl WinWare, sondern einen ganz anderen Befehl. Und zwar gibt man in das Suchfenster hier unten wieder aktivieren. Im Suchfenster gibt man den Befehl CMD ein. Man öffnet damit wieder die Eingabeaufforderung. So, jetzt gibt man aber hier den Befehl Systeminfo ein. Systeminfo mit Return wieder abschicken. Jetzt wird ein bisschen was geladen. Und das Ergebnis sieht dann so aus, dass ganz viele Systeminformationen gesammelt werden. Und darunter auch, wenn man hochscrollt. So, hier wieder die Windows-Version, Windows 10 Home. Und zwar in der Untervariante 10.0.17134. Ganz interessant sieht man hier unter ursprüngliches Installationsdatum, wann diese letzte Windows-Version oder wann dieses Update installiert wurde. Hier zum Beispiel am 01.06.2018. Was man hier noch findet, kann auch sehr interessant sein, wann dieser Rechner eigentlich gestartet wurde. 14.06.2018. Das war die Variante Nummer 6. Was auch noch geht, was ein bisschen aufwendiger ist, aber es ist ein theoretischer Weg, den man auch gehen kann, ist über die Registry. Da tummelt man sich nicht ganz so oft rum. Systemexperten sind da gerne mal unterwegs in der sogenannten Registrierdatenbank. Das können wir auch mal machen. Man kann einmal reinschauen, muss ein bisschen aufpassen, dass man hier nichts verändert, aber so, wenn man nur reinschaut, ist das okay. Und zwar geht das folgendermaßen. Man gibt in das Suchfeld oder hier unten den Befehl regedit ein. REGEDIT. Und klickt hier oben auf regedit-Befehl ausführen oder drückt einfach Return. Damit wird der sogenannte Registrierungseditor gestartet. Und da man hier so ein bisschen in den Systeminterna herumfummelt, kommt natürlich noch einmal eine Warnung, ob man das denn wirklich möchte. Und hier klicken wir auf Ja, man möchte das wirklich. So, im Registriereditor gibt es ganz viele Optionen und Einstellungen, die Windows hier speichert in einer Registrierungsdatenbank. Unter anderem auch die Versionsnummer. Und die ist gespeichert im sogenannten Key oder Ordner. Hier HKey Local Machine. Danach im Ordner Software. Also den klicken wir einmal den Ordner Software auf. Dann geht es weiter Richtung Microsoft. So, hier ist der Ordner Microsoft. Der wird auch geöffnet. Einmal Microsoft. Dann geht es auf den Ordner Windows NT. Der Ordner heißt übrigens Windows NT, weil es gab mal eine Version, die hieß Windows NT, also NT für New Technology aus den 90er Jahren. Sehr alt, aber es heißt hier immer noch Windows NT. Und zwar öffnen wir hier diesen Ordner Windows NT und dann gibt es den Ordner Current Version. Hier reicht es, wenn man einfach auf den Ordner Current Version klickt. So, und dann im rechten Fensterbereich sieht man auch die Windows-Versionsnummer. Und zwar einmal hier den Produktnamen Windows 10 Home. Und diese Unterversionsnummer, die sehr wichtig ist, hier unter Release-ID, die 1803. Was man hier noch findet, ist diese Unterversionsnummern oder diese Bildnummer, die wir gerade hatten, 17134, die ist hier unter BuildLab. Und verschiedene andere Informationen, die hier in Hexadezimalform angegeben sind, zum Beispiel Installationsdatum, Install Date, das konnten wir gerade mit dem Befehl Systeminfo ja, in lesbarer Form sehen und darstellen. Ja, das sind im Grunde die Möglichkeiten, mit der man die Versionsnummer auslesen kann von Windows 10. Am einfachsten ist natürlich der Befehl WinWare und der schnellste Weg einfach Windows-Taste R. WinWare eingeben, Return, zack, hat man die Windows-Versionsnummer hier stehen. Aber ganz interessant, dass es auch ganz viele andere Möglichkeiten gibt und an ganz vielen anderen Stellen hier die Windows-Versionsnummer gespeichert ist. Ja, so viel zum Thema Windows-Versionsnummern. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich immer gerne auf Like klicken, das freut mich sehr, oder konstruktive Kritik auch immer her damit. Ansonsten bis zum nächsten Mal, alles Gute, tschüss.